Hallo. Heute die Aufzeichnung eines Wortgefechts zwischen Roland Tichy und dem ARD-Journalisten Thomas Live bei einer Tagung des Evangelischen Pressedienstes. Viel Spaß! Was muss Journalismus besser machen, Herr Live? Ja, das ist ja schon alles in den beiden vorzüglichen Vorreden gesagt worden. Das Wichtigste ist, glaube ich, er muss zunächst mal seine Selbstwertkrise überwinden. Nämlich all das, was analysiert worden ist von Frau Röther und von Frau Katzer, auch in die Tat umsetzen. Ne? Wir haben, glaube ich, zu wenig Reflexion über die Rolle des Journalismus und die Konsequenzen, die daraus folgen. Und was die Kollegin eben gesagt hat, bei dem ersten Block, dass eben immer zu viel von den Redaktionen erdacht wird und zu viele nur noch technisch umsetzen, secondhand, ist ein zweiter Punkt, also ein höheres Selbstbewusstsein im Beruf wäre ein wichtiger Punkt und eben nicht das Ausführen, was andere sich ausdenken. Ein wichtiger Punkt ist, es gibt zunehmend eine Konstruktion von Realität, die an Schreibtischen entsteht, ohne dass sie abgestützt ist durch praktische Erfahrung. Kürzlich war bei einer Redakteursversammlung bei uns im Haus ein interessantes Phänomen zu besichtigen. Die Redakteursversammlung, also die auch gewählt sind, wollten dringend genaue Anweisungen, ganz genau, wie sie mit kriminellen Ausländern und Migranten umgehen sollten. Früher wäre das so gewesen, dass ein Redakteur, der die Nachrichten macht oder einen anderen Job, das selbst entschieden hätte und sich nach den gängigen Instrumenten, die man hat, bewährt hat. Also die Anweisungskultur, die Formatisierungskultur und vor allen Dingen auch, wie was umzusetzen ist, hat zu hohen Einfluss und zu wenig Resonanz, was die Eigenständigkeit der Journalisten angeht. Und vierter Punkt, dann reicht es erstmal, sonst empfehle ich Gabor Steingart, der kann das viel treffender und viel markanter sagen, in Media, ein Artikel von 2013. Wichtig ist, ich glaube, der Mainstream, was zum Thema wird, ist schon eine ganz ernsthafte Fragestellung, nämlich, was Politik jetzt angeht, ist das meiner Ansicht nach heute der Quotient aus Bild-Zeitung Seite 2 im politischen Teil und Spiegel Online, sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Es gibt ja den neuen Begriff, der auch in der Münchner Journalistenschule gepflegt wird, der heißt Kurbioweiten. Kurbioweiten, nach dem stellvertretenden Chefredakteur von Spiegel, heißt Phänomene aufnehmen, sie subjektiv garnieren und mit pointierten Thesen verknüpfen. Stichwort kennen die meisten, Wutbürger ist von ihm erfunden worden, damals bei Stuttgart 21. Das ist eine ernsthafte Mentalität der sogenannten jungen Elite von Journalisten, die aber nicht mehr sozusagen den Ehrgeiz haben, wirklich hinter die Kulissen zu sehen. Und wenn Sie jetzt nur ein Beispiel haben wollen, die zwei großen Konflikte, die auch eine Zäsur im Journalismus waren, Berichterstattung über die Silvestervorgänge in Köln und auch andere Aspekte drumherum. Wenn Sie jetzt mal analysieren, was heute wirklich bekannt ist und wo die Ursachen der Verantwortung sind und das in Vergleich setzen zu der Auswirkung dieses Ereignisses auf unsere Gesellschaft, da kommen Sie zu einem negativen Befund. Also, damit will ich sagen, zu wenig in die Tiefe gegangen. Viele Phänomene, die einfach behauptet werden, werden nicht geprüft und werden nicht in der Tiefe analysiert. Das ist aber von den beiden Vorrednern ausreichend analysiert worden. Und neben diesen Phänomenen der Selbstwertkrise und dem zunehmenden Vertrauen auf Mainstream, glaube ich, ist der letzte Punkt wichtig. Es gibt zu wenig Orientierung, dass man dem Publikum auch was zumuten kann. Das war ja im letzten Referat jetzt sehr schön gesagt. Also, wir sind selbst in einer Art Selbstverblödungsspirale gefangen, wo wir Dinge als selbstverständlich nehmen, dass man den Leuten nichts mehr zumuten kann. Und nehmen wir mal öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist ja hier in den heiligen Hallen des HR. Der Bildungsauftrag ist explizit Bestandteil, warum es wir überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und ich bezweifle gar nicht, dass es Bildung en masse gibt, aber zu sehr in Nischen und nicht im Hauptprogramm. Also wir haben ein Problem, dass gute qualitative Sendungen irgendwo in Subnischen versteckt sind, aber nicht mehr zentral sozusagen in Ladentheke gesteckt werden. Ganz kurz zusammengefasst. Die Diskussion über Klickzahlen, Einschaltzahlen oder Hörerzahlen ist für Sie also keine? Ja,
doch, aber ich meine, was soll ich das wiederholen, was schon gesagt worden ist? Ich kann nur einen schönen Beleg bringen für das Gesagte zum Thema Emotion. Ich habe hier eine Handreichung, also mit diesen Tipps und Tricks gelingen dir gute Teaser direkt von der Hauptabteilung Strategie und Distribution. Was macht einen Teaser zu einem wirklich guten Teaser? Anreichung für Redakteure. Erstens, Cliffhanger. Der Teasertext verrät nicht die wichtigen Antworten. Es bleiben Fragen offen, die im Artikel geklärt werden. Okay. Der Klickanreiz wird dadurch erhöht. Zweitens, Betroffenheit. Drittens, Reizwörter. Viertens, Gegensätze, Provokation, Überraschung, starke Zitate, Emotionalität, Name-Dropping, Bilder im Kopf erzeugen, Referenzen aus dem popkulturellen Bereich. Und das Ganze nennt man, wusste ich auch noch nicht, Rudi, so wie immer Rudi. Und das heißt, Rudi-Prinzip ist relevant, unvollständig, direkt interessant. So, da haben Sie das in, das ist ungefähr sozusagen die, das Mindset der Wahrheit, und der springende Punkt ist, unsere Nachrichtenfaktoren, also unser Navigationssystem der journalistischen Selektion, hat sich seit Jahren verändert. Früher hieß es sogar in Weiterbildung der ARD, ZDF von der Brisant-Chefin, Komplexitätsreduzierung ist Quotensteigerung. Mit genauen Manuals, wie sie es machen müssen. Und dieses Rudi-Prinzip und all das, das schreiben die, ist für mich aber, das ist eine richtige, fast halbe Dienstanweisung oder zumindest ein Tipp, das bedeutet, dass wir längst informell eine Veränderung der Relevanzkriterien bei der Nachrichtenauswahl, bei der Stoffauswahl haben und heute die Aspekte Gesprächswert, Aufreger plus diese Aspekte, wie heißt das im ZDF jetzt neuerdings, Angehthemen, das sind sozusagen das der Slang, im Slang des Journalismus, der Planungsredakteure können Sie entziffern, wo die Probleme liegen. Dankeschön. Jetzt haben wir jemanden hier, der auch mit Klickanreizen arbeitet, in Tichys Einblick, das als Netzmagazin eine große Leserschaft gesammelt hat. Roland Tichy, was muss aus Ihrer Sicht der Journalismus besser machen? Also, als ich Frau Katzer zugehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, ist ja alles so schrecklich, schalt's ab. Habe mich dann aber erwischt, dass ich doch wieder aufs Smartphone geguckt habe. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen damit schon beschäftigen, dass wir hier etwas erleben, was Habermas einen Strukturwandel der Öffentlichkeit genannt hätte. Nämlich, dass sich der Begriff und die Art des Umgangs mit der Öffentlichkeit geändert hat. Wir hatten bisher und alles, was hier meistens diskutiert war, ging davon aus, dass wir eine vertikale Öffentlichkeit haben. Ich spreche, Sie hören zu. Ich sende, Sie hören, oder ich schreibe, Sie lesen. Das nenne ich vertikal. Und jetzt haben wir aber plötzlich das Phänomen, dass die Leute, wie Frau Katz es ja schildert, untereinander ganz anders operieren und dieses Untereinander eine Aufmerksamkeit erregt oder eine Reichweite hat, die normaler öffentlich-rechtlicher oder privater Talkshows, die es nicht mehr gibt, zum Teil übersteigt. Das heißt also, das vertikale System hat sich verändert in ein horizontales. Und dafür haben wir noch keine Maßstäbe und oder Wege, wie wir damit umgehen. Das ist übrigens auch wiederum gar nicht so neu. Ich habe mich jetzt ziemlich lang damit beschäftigt, wie war das eigentlich, als dieser verdammte Gutenberg da dieses Druckereien da erfunden hat. Und interessant ist ja, am Anfang gab es ja da nur die katholische Kirche. Die evangelische ist ja ein Profiteur des neuen Mediensystems damals. Dass die katholische Kirche das besonders bescheuert fand, weswegen Gutenberg ja vom katholischen Mainz umziehen musste nach Eltville, was im Einflussbereich des schon damals liberaleren Frankfurts stand. Weil die Pfarrer es eben blöd fanden, wenn die Leute jetzt auch irgendwelche Sachen lesen. Die katholische Kirche hat sehr schnell als Angriff auf ihre Autorität empfunden, wenn die Leute nicht mehr das gesprochene, gepredigte Wort akzeptieren, sondern wenn sie sich jetzt auch horizontal ihre eigene Meinung bilden. Die evangelische Kirche hat es ja dann aufgegriffen und der stärkere Bibelbezug der evangelischen Kirche kommt ja daher, dass es erstmals Bibeln gab, die eben nicht nur handgeschrieben sehr selten waren, sondern die verfügbar waren, musste man die Leute auch erst literarisieren. Das heißt, die Folge war ja dann auch ein reformatorischer Krieg, der ja auch ein Krieg sehr stark der Medien war. Und wenn man hier schon bei EPD sitzt,
dieser Luther, wenn seine 98 Thesen da angeschlagen hat, wäre ziemlich in der Vergessenheit der Weltgeschichte versunken, wäre es nicht als Pamphlet plötzlich vervielfältigt worden. Was ich damit sagen will, wir erleben eine technische Revolution. Sie ist technisch getrieben und sie reißt uns mit. Es hilft uns jetzt aber wenig, wenn wir im horizontalen Leben weiterhin vertikal denken, sondern, und da fand ich Ihre Schlussbemerkungen sehr bemerkenswert, sondern wir müssen auch als Journalisten Verfahren entwickeln und wir haben eine andere Berufsrolle und wir werden eine zunehmend andere Berufsrolle finden müssen, weil es natürlich auch einhergeht mit einer Entautorisierung. So wie der Gutenberg die Pfaffen entautorisiert hat, entautorisieren die neuen Medien zum Teil die klassischen journalistischen Rollen, weil sie es eben dann selber machen. Das ist ein Heimwerkerjournalismus von mir aus, der da entsteht mit allen Schwächen, dass solche Hütten dann auch schneller zusammenfallen. Aber wir müssen akzeptieren und Wege finden, wie wir damit umgehen, und das verändert unser Berufsbild. Ich kann dann, wenn Sie wollen, da noch drauf eingehen. Es verändert unser Berufsbild, weil die Leute es eben selber kommunizieren können. Das ist eine Zustandsbeschreibung und eine Beschreibung der Änderungen, die sich natürlich vor allem auf die Strategie auch etablierter Medienhäuser auswirkt. Nein, das ist Alltag für jeden. Ja, am Ende, wie kommt es dann am Ende bei einzelnen Journalisten an? Was muss ich als Journalist besser machen? Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt als Fan von Frau Katzer herausgebe, wir müssen eben Dissonanzen zulassen. Vieles, was wir, ist ein Satz von Ihnen, vieles, was wir hier erleben, ist, dass die Leute einen Widerspruch im Netz formulieren zu dem, was Journalisten schreiben. Es ist einfach ein Fakt. Früher sind die halt in ihre Stammtische gegangen und haben gesagt, diese blöden Schmierenschreiber da. Es war ja nicht immer schon nur freundlich, wie die Menschen mit uns umgegangen sind. Aber heute haben sie eben die Möglichkeit, eben ihre eigenen Medien zu machen. Und deswegen werden wir als erstes akzeptieren müssen, sie folgen uns nicht. Frau Röther hat ja auf eine Spur hingewiesen, die Frau Herrmann in ihrer Untersuchung leider nicht verfolgt hat. Frau Herrmann hat darauf hingewiesen, dass die intensive Berichterstattung über die große Anzahl von Flüchtlingen dazu geführt hat, dass die Ablehnung entstanden ist. Wenn Sie so wollen, ist es ein paradoxes Ergebnis. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Berichterstattung im Jahr 2015, Haller hat es ja auch in seiner Studie gezeigt, flüchtlingsfreundlich war. Ich will jetzt nicht sagen zu oder zu wenig, sondern sie war flüchtlingsfreundlich und gleichzeitig ist eine Ablehnung entstanden. Wir dürfen Medien nicht so primitiv verstehen, dass wir senden und dann muss das kapiert werden oder es war irgendwie eine Störung auf der Antenne, sondern was wir absenden, fällt in die Hirne von Menschen und löst dort andere Prozesse aus. Sie können es sicher eleganter sagen als ich. Die Menschen nehmen nicht das an, was wir glauben, dass sie gelesen haben, sondern formen es um, interpretieren es um. Und das ist so, solange die Menschen denken können, werden sie dieses tun. Ja? Und das ist einer der Mechanismen, mit denen wir Dissonanzen zulassen müssen. Wir können nicht so sagen, ist ja entsetzlich, die Leute tun es einfach nicht, was wir ihnen immer vorschreiben. Nein, sie werden die Information, die wir geben, und mag sie noch so nüchtern sein, sie werden sie emotionalisieren, interpretieren, in ihrem Kontext verarbeiten und zu anderen Schlüssen kommen. Sie haben das, was Sie kritisieren, gerade vertikal genannt in den Gesprächen, E-Mails, die es vorher gab, schrieben Sie vertikaler Kommandojournalismus statt Partizipation der Leser. Herr Leif, hat Roland Tichy nicht recht, wenn er mehr Diskurs fordert, wenn wir zum Beispiel aufs Fernsehen gucken? Da kann ich 100% recht geben. Ich glaube nur, wir meinen zwischen uns beiden was ganz anderes unter Diskurs, weil Herr Tichy, um es mal jetzt ein bisschen gefälliger hier zu machen, ist meiner Ansicht nach ein Teil dieser Diskursverweigerung, und zwar dadurch, dass er in seiner Publizistik sozusagen durch die Unbedingtheit
seiner Position im Grunde davon ausgeht, dass er Recht hat und dass er sozusagen eine stimmige Position hat und gerade jetzt in der Flüchtlingsfrage sicherlich auch genau mit Ressentiments Emotionen schürt. Das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf, er ist sicherlich im normalen Rahmen, man könnte glaube ich sagen, er ist sozusagen aus meiner Sicht ein Schriftführer der APO von rechts, der heimatlosen Rechten in Deutschland, das ist legitim. Sie finden noch nichts ganz Brutales in seinen Texten, aber sie finden eine ganze Menge Ressentiments. Und jetzt der Vorwurf, so wie er in seinem Ressentimentgraben steht, ist auf der anderen Seite, ich mache mal plakativ, die Kanzlerin, die im Grunde mit ihrer Macht und ihren publizistischen Möglichkeiten versucht, Probleme zu unterdrücken, zu verdecken. Wenn selbst Mark Prost in der Zeit schreibt, Angela Merkel ist die Meisterin des fehlenden Kontextes, der Entkopplung von Ursache und Wirkung. Nur so funktionieren im Übrigen ihre beiden spektakulären Wenden, die Energiewende und die Wende in der Flüchtlingspolitik. Und wenn Sie jetzt sehen, es wird nicht ausreichend intensiv und gründlich über die Flüchtlingsfrage diskutiert worden. In Deutschland. Flüchtlingsfrage, Querstrich, Migrationsfrage. Das hat ja seine Gründe, weil die andere Seite von Herrn Tichy natürlich weiß, wenn das gemacht würde, gäbe es unglaubliche Debatten und ein Feuer von Argumenten etc. Also die beiden stehen auseinander, es gibt kein verbindendes Glied, da wären wir bei den Medien. Die Medien hätten eigentlich die Aufgabe, das zu tun, aber sie machen es nicht. Wenn Sie die Diskussion, nehmen Sie mal an einem großen Paradigma-Talkshow sehen, dann verfolgt das doch im Wesentlichen der Linie Kasperle und das Krokodil. Man sucht sich Leute raus, die gesichtsbekannt sind, relativ abrufbare Positionen bringen, aber es gibt das Wesentliche, was das Defizit des Journalismus an, es gibt keine Klärungsenergie. Es gibt keine Klärungsenergie, wo Dinge wirklich mal taxiert werden auf das, was stimmt. Ich habe in Vorbereitung nochmal gerade eine wunderbare Schrift der Evangelischen Akademie oder der Evangelischen Kirchen gelesen über Diskurs. Ein paar Jahre alt, könnte heute sofort ausgepackt werden. Es geht darum, bei einem ehrlichen Diskurs Wahrheit der Tatsachenfeststellung zu checken, Legitimität der normativen Forderung und Wahrhaftigkeit der Sprechenden. Die drei Aspekte. Im Grunde Wahrheit der Tatsachen, also ein echter Faktencheck, nicht nur ein fiktiver. Die Legitimität der Normen. Da hätte sicherlich Herr Tichy eine andere Norm und seine Leser als die Kanzlerin. Und genau das passiert nicht. Und mein Vorwurf wäre, dass die Medien, Print, Radio und andere, genau diesen Job der Mediation zwischen diesen beiden nicht übernehmen. Wir haben im Grunde ausgebreitet von der Frau Merkel, eine gewisse Diskursallergie in Deutschland. Jeder bleibt in seinen Gräben und deshalb entstehen diese Blasen. Wenn Sie sehen, die Rhetorik der AfD, Programm, naja, ganz nett, aber in ihrer öffentlichen Kommunikation im Netz menschenverachtend. Und diese Polarität überwindet niemand. Herr Tichy könnte das machen, als Schriftführer der APO von rechts. Aber ich glaube, er will es gar nicht, weil er ist natürlich auch noch in der Phase, dass es oft festzustellen, dass dieses ganze Milieu aus dem CDU-Bereich, wirtschaftsliberale FDP, im Grunde von Frau Merkel entheimatet worden sind. Und diese Entheimatung ist so eine schlimme Wunde und so viel Negativerfahrung, dass man auch, glaube ich, gar keine Hoffnung mehr auf einen echten Diskurs hat. Und das ist sozusagen ein politisches Problem und aber auch ein publizistisches. Und wenn Sie das neue Buch von Ursula Weidenfeld lesen, über das Versagen der Politik und dass das Betriebssystem der Politik nicht mehr funktioniert, dann sehe ich die Situation, dass wir in wichtigen Themen in einer ähnlich krisenhaften Situation sind wie jetzt in Frankreich. Nur das thematisiert kaum jemand. Also wir, Democracy dies in darkness, Spruch von der Washington Post, da ist sehr viel dran. Und die größte Herausforderung, und da könnte im Grunde Herr Tichy eine Art Dolmetscher sein, dass er seine ultimative harte Position aufgibt und quasi als Brückenkopf im rechten Lager wirkt zu einer vernünftigen diskursiven Linie. Verhalten Sie sich mit Tichys Einblick wie ein Talkshow-Teilnehmer? Zunächst mal vielen Dank. Diese Dämonisierung tut meinem Selbstwertgefühl unheimlich gut. Tichy gegen die Kanzlerin ist, sagen wir mal, eine Spielgröße, die ich mir selbst in meinen wüstesten Allmachtsträumen nicht habe träumen lassen. Nein, es ist klar, auch das werden Sie akzeptieren müssen, dass die Medienlandschaft sich ausdifferenziert. Ja?
ich verstehe natürlich, dass Sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommend der Meinung sind, was anderes braucht es gar nicht. Aber das ist eben auch, das ist eben auch ein Teil dieser Medienlandschaft, die Sie akzeptieren müssen, dass plötzlich der Medienzugang leichter wird. Auch das ist ein struktureller Faktor, den wir hier nicht thematisiert haben, und wir kommen dann zu keinem Ende, wenn wir solche strukturellen Faktoren nicht akzeptieren. Von Paul Sethe, einem erzkonservativen Herausgeber der FAZ 54, stammt der Spruch: Die Pressefreiheit in Deutschland ist eine Freiheit von 200 sehr reichen Familien. Es ist klar, um eine Zeitung aufzubauen in den 50ern, da braucht es richtig viel Asche. Heute kann man ein Medium als arbeitslos gewordener Journalist aufbauen, und ich finde das zunächst mal eine positive Nachricht für so einen kleinen Existenzgründer, wie ich es bin. Also es gibt mediale Start-ups, und dass wir dann gleich in diese Konfliktlage hier die Kanzlerin und hier ich kommen, scheint ja, dass das Start-up durchaus funktioniert. Punkt zwei, die Unbedingtheit, ja, wir unterliegen nicht dem der Ausgewogenheitsregel, die in Ihrem und auch in anderen Rundfunkgesetzen vorhanden sind, sondern wir sind ein kleiner Anbieter und schreiben drüber, was Sie bei uns kriegen, nämlich liberal-konservative Positionen. Lesen Sie es oder lesen Sie es nicht. Ja, ich nehme Ihnen nicht mal Gebühren ab dafür. Es ist völlig freiwillig, ob Sie etwas überweisen. Das ist auch ein Unterschied. Mit anderen Worten, auch damit werden wir umgehen müssen, dass die Meinungsfreiheit und die Vervielfältigungsfreiheit uns plötzlich ganz andere Spielräume auch als Journalisten gibt. Und ich würde Sie gerne dazu aufrufen, eigentlich aus der, viele Journalisten sind ja in so einer Depressionsecke, irgendwie die Redaktionen werden alle weniger. Als ich bei der Wirtschaftswoche war, musste ich jedes Jahr, und es war bitter und ich wollte es dann auch nicht mehr, ein Dutzend Leute entlassen aus den bekannten Gründen. Seit ich mich mit dem Internet beschäftige, konnte ich jedes Jahr ein Dutzend einstellen. Zunächst bei Xing, Klartext, eine Erfindung ja auch von mir, die ich da 2 Jahre lang gebaut habe, und jetzt bei Tichys Einblick. Das heißt also, wir müssen schon auch wahrnehmen, dass es für uns Journalisten Spielräume gibt, weil die Macht der Flanellmännchen, die Macht der Hierarchen in öffentlich-rechtlichen Systemen, weil die abnimmt, weil die Einstiegshürden niedriger sind. Und ich finde, eigentlich für Journalisten ist es eine Zeit der Chancen und wir müssen sie nutzen. Und einfach nur zu glauben, wir ziehen uns in die alten festen Burgen der öffentlich-rechtlichen und tradierten Printverlage zurück, halte ich für gefährlich. Wir werden, das ist mir auch nochmal zur Struktur wichtig, ehe man ins Persönliche dann wieder übergeht, weil bei der Struktur erscheint mir eben auch wichtig, dass in Deutschland ja ansonsten kaum Innovationen im Internetbereich erfunden wurden. Es gibt Huffington Post, mögen Sie oder mögen Sie nicht, mir egal. Es gibt BuzzFeed, die beiden einzigen Verlage, die sich wirklich intensiv mit Internet beschäftigen, nämlich Springer und Burda, haben ihre Lösungen nicht in Deutschland gefunden, sondern im Ausland. Springer hat Politico gekauft für eine ordentliche Stange Geld. Ich kritisiere das nicht. Burda ist dabei, seine elektronischen Aktivitäten sowieso nach New York zu verlagern, weil auch Burda mit Huffington Post, der Gegenspieler, auch Geschäftsmodelle und Ideen aus den USA aufsaugt. Also meine Frage ist, wenn wir einerseits konstatieren, dass Sie mir folgen könnten vielleicht, wenn ich sage, das ist ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, der technologisch getrieben ist, die Basis des medialen Arbeitens verändert. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Defizite, die ich gar nicht aussperren will. Aber dann müssen wir uns mal darüber überlegen, wie nutzen wir diese Chance. Und jetzt zu den Kritiken. Wenn man sich die ersten Zeitungen anschaut, die es gab, Flugschriften, die ja nur von irgendwelchen reitenden Booten da, da haben die alle diese negativen Momente auch enthalten, die sie heute im Internet zu Recht kritisieren. Es hat 200 Jahre der Professionalisierung, der Rechtsetzung bedurft, um überhaupt den Berufsstand der Journalisten zu erzeugen und ein prinzipiell gemeinsames Verständnis, was Medien sind.
So, und diesen Prozess müssen wir natürlich in der Internetwelt ungeheuer beschleunigen. 200 Jahre werden wir da nicht Zeit haben. Aber wir sollten uns konstruktiv dem zuwenden und schlicht und ergreifend sagen, wie nutzen wir diese andere mediale Welt, wie bringen sie wir auch zum Teil mit ihrem Wildwuchs wieder in Ordnung. Ich beschönige da nichts. Ja? Ich sage nur, sich zurückzulehnen in die Modellwelt, die überholt ist, wird bei der Lösung neuer technischer Probleme nicht helfen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Herr Leif gerade Ihnen die Existenzberechtigung abgesprochen hat. Ganz im Gegenteil. Er hat gefragt, warum Sie eine bestimmte Rolle nicht wahrnehmen, sondern sich stattdessen im Grunde wie einer der Talkshow-Teilnehmer in seinem Graben verhalten. Also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt lasst doch mal die Küche, die ARD. Die ARD hat 9 Milliarden, also 9.000 Millionen zur Verfügung. Wenn Sie meinen Etat wissen wollten, dann kommen Ihnen die Tränen. Aber Herr Tichy, und mir, Moment. Und mir dann, sagen wir mal, es geht doch um die Symbolfigur, mir etwas abzufordern, mir etwas abzufordern. Wie gesagt, es freut mich. Danke, dass Sie mich für so toll halten. Nein, aber nicht mal meine Frau findet mich so toll. Herr Tichy, es geht doch eigentlich nicht um Sie und den Einblick und sowas, sondern es geht um die symbolische Poolfunktion, die Sie für eine gewisse Publizistik in Deutschland haben. Das ist der Punkt, anschließend an die Debatten von heute Morgen, Vertrauen. Und ich wollte eigentlich die Spirale nach vorne drehen, um die Zeit auch zu nutzen, nämlich zu sagen, dass es nichts bringt, wenn Sie, plural, mit Ihrer Publizistik, was Sie schreiben und schreiben lassen, in einem gewissen Schützengraben bleiben. Und dies trifft auf eine Situation, ich sag mal der Merkel-Kultur, die Konflikte aus einem anderen Grund verdrängt. Das ist auf Dauer demokratieschädlich und führt zu den Glaubwürdigkeitsverlusten. Ja, da stimme ich Ihnen auch zu. Und die Selbstkritik war meiner Ansicht nach, dass eben die öffentlich-rechtlichen Medien, die explizit auch den Bildungsauftrag haben, meiner Ansicht nach diesen Bildungs- und Vermittlungsauftrag nicht im ausreichenden Maß wahrnehmen. Und das kann man ja immer symbolisch sehr gut an Talkshows feststellen, das war die Kritik, dass eben in den Gesamtprogrammen zu den schweren Konflikten, wir könnten die Finanzmarktkrise dazu nehmen, es im Grunde keine Klärungsenergie gibt von wichtigen Fragen. Ich sage Ihnen ein praktisches Beispiel. Wenn Sie heute versuchen, für ein Feature in einem Flüchtlingslager zu drehen, dann geht das nicht so ohne weiteres. Und Sie haben, wie jetzt in Ingelheim bei mir passiert, Sie haben eine Entourage von 10 Kontrolleuren. Selbst der stellvertretende Regierungssprecher kommt mit und schaut, was Sie machen. Sie können gar nicht normal arbeiten. Das hat doch einen Grund. Und ich glaube, das ist ein Fehler, wenn nicht die ehrliche Analyse der realen Situation haarklein analysiert wird, öffentlich zur Diskussion gestellt, die Wertehorizonte hinter der moralischen Frage, darum geht es nämlich, diskutiert werden. Und da müssen Leute wie Sie, die eine bestimmte Politik, Haltung vertreten, die sehr emotional begründet ist, die sehr grundsätzlich ist, ins Gespräch kommen, im Zweifel mit dem eloquenten Flüchtlingshelfer, der eine andere moralische Position hat. Und es müssen die einzelnen Aspekte geklärt werden. Praktisches Beispiel, gestern wurden ja zum ersten Mal die Horror-Kriminalitätszahlen vom Innenminister präsentiert, 90% Steigerung im Flüchtlingsbereich. Habe heute die Boulevardmedien noch nicht gesehen, aber ich fürchte, das wird wieder ausgeschlachtet. Wenn Sie aber, das ist vollkommen unproduktiv, und meine Plädoyer wäre im Sinne dieser mehr Konfliktwagen-These, dass es in Deutschland, wenn sich was verändern soll an der Glaubwürdigkeitskrise der Medien, dieser Diskurs mit Ihnen, aber auch offen im Visier, wie Sie wirklich denken, und der Gegenseite und anderen und der Politik, diskutiert wird. Im Grunde ist ja Politik von der Definition die Umwandlung von Paradoxien in Prozesse. Unsere jetzige Situation ist aber, dass die Paradoxien so scharf sind, so stark sind, dass die politische Klasse offenbar nur den Ausweg sieht, diese Paradoxien zuzudecken. Und das ist ein Problem für die demokratische Kultur, weil sie werden das Medienvertrauen nie abkoppeln können von dem Vertrauen ins politische System, in die Demokratie. Und diese Schönwetterreden, was alles in Ordnung ist, beschreiben die Situation überhaupt nicht. Aus meiner Sicht sind wir nah dran an französischen Verhältnissen. Auflösung von Parteien, das traut sich nur keiner zu sagen, weil, wie Gabor Steingart auch vermeldet, dass ein Teil der Journalisten in symbiotischen Verhältnissen mit der politischen Macht lebt. Und das sind wichtige Leute und Gefühle werden bewirtschaftet, Wirklichkeit wird kuratiert. Ich meine, zugespitzt und vereinfacht war ja vor kurzem die Diskussion, Journalisten kommen zu sehr aus dem stark gleichen Milieu, die müssen öfter mit dem öffentlichen, privaten Nahverkehr fahren.
Das war ja sozusagen die Verdichtung dieser Situation, dass wir alle sozusagen viel zu sehr aus einer Ausbildungslinie kommen und die Realität nicht kennen. Und Sie, aber das machen Sie ja nicht, bis jetzt, Sie müssten sich bewegen und müssten weg von den Klischees kommen, sozusagen der einfachen Formeln, und müssen Ihre Differenzierung bringen. Weil ich habe in der Zeit gelesen, dass Sie ja früher sogar für Ausländerzuzug waren in Buchauszügen. Das war ja ein wunderbares Narrativ in dem Buch. Das Buch hieß Ausländer rein. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Und diesmal heute nichts mehr. Warum? Nein, also ich glaube, dass Sie da ein Zerrbild zeichnen, dann schauen Sie bitte rein oder lesen Sie dieses Einblick, gibt es am Kiosk für 8 Euro, das war der Werbeblock, vor 20 Uhr übrigens. Also mit anderen Worten, ich glaube, das ist ein bisschen viel, was Sie mir da abverlangen. Und wenn Sie reinschauen, sind wir sehr viel differenzierter, als Sie es jetzt so ein bisschen klischeehaft darstellen. An einem stimme ich Ihnen allerdings zu, dass ich auch die Krise des politischen Systems in Deutschland für ähnlich halte wie in Frankreich, nur mit dem Unterschied, dass die deutschen Parteien noch fester gefügt sind und auch die Medien dann natürlich diese Abstützungsfunktion noch ausüben. In der Tat stimme ich Ihnen auch zu, dass die Kanzlerin kein Fan wie Helmut Schmidt seinerzeit von Sir Karl Popper war, nämlich dass er im Diskurs die Lösung liegt, sondern dass sie ihre wahltaktisch bedingten Manöver mit einer Ethisierung besetzt, die ich für bedenklich halte. Ein Beispiel: die Energiewende wurde im Wesentlichen umgesetzt mit einer Ethikkommission. Dann könnte man naiv ja der Meinung sein, die Art, wie wir Strom erzeugen und wie wir den verteilen und so, ist in erster Linie eine technisch-wirtschaftliche Fragestellung. Aber nein, sie wurde gewissermaßen ethisch überhöht, was natürlich dann auch bedeutet hat, jeder, der sagte, ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren und was ja immer deutlicher wird, wurde natürlich als unethisch weggedrückt. Also das war eine unheimliche, also eine unglaubliche Infamie eigentlich, der Aus- und Abgrenzung, die sich dann in anderen Sachen ebenso wirksam, aber weniger deutlich wiederholt hat. Und da liegt schon ein Versagen auch vieler Medien, dass sie dieses nicht offengelegt haben. Schon der Begriff Ethikkommission finde ich verwerflich, weil es auch andere Positionen geben muss und geben kann und mit den allerbesten Argumenten auch geben wird, die eben nicht unethisch sind. So wie bei Begriffen wie Merkel-Flüchtlinge, Import von Rentenzahlsklaven, wo es auch andere mögliche Eindrücke und Ansichten gibt, die bei Ihnen im Portal fallen? Ja, klar, jetzt machen Sie diese Nummer, ist mir schon klar. Das haben Sie ja geschrieben. Ja, ich habe es ja geschrieben. Ich glaube übrigens auch, und da bin ich ein bisschen im Widerspruch, liebe Frau Röther, zu Ihnen, ich glaube, dass es die Aufgabe auch von Journalismus ist, zuzuspitzen, ja? Ich glaube, dass es die Aufgabe ist, Dinge auch auf den Punkt zu bringen. Ich glaube nicht an einen Journalismus, der als Grundvoraussetzung für einen Text 7 Nebensätze beinhaltet, sondern ich glaube an die pointierte Formulierung. Die muss natürlich unterlegt sein. Ja, sicher. Um das Big Picture nochmal zu haben, ich wollte nur illustrieren, wo unser Problem im Journalismus ist. Man kann es ganz einfach machen an einem ungewöhnlichen Bestseller jetzt von Robin Alexander von der Welt. Wenn ein Buch, was normaler Lektor zu lesen bekommen hätte als Manuskript, was er niemals akzeptiert hätte, was ein absolutes Outsider-Buch war, nämlich zu analysieren, wie Frau Merkel zu ihrer Fluchtentscheidung damals kam, bei den freundlichen Leuten am Münchner Bahnhof, und das in einer Detailgenauigkeit bis quasi zum Überdruss, wenn so ein Buch ein Bestseller wird in Deutschland, bei der Krise des Sachbuchs im Bestsellerbereich, und es ist verdammt schwer, dass diese Bücher verkauft werden, dann stimmt irgendwas im Restjournalismus nicht. Das, glaube ich, kann man als Anzeige wirklich nehmen. Und ich glaube, auch aus den Punkten, die wir vorher gehört haben, es fehlt das Vertrauen, den Leserinnen und Lesern, den Nutzerinnen etwas mehr zuzumuten. Wir haben so ein bisschen eine Kultur der Bildungsverwahrlosung,
Alle haben da irgendwie ihr Handy in der Tasche und glauben, sie könnten mit ihrem Klugscheißer alles sofort wissen. Aber es gibt im Grunde auch so eine Bequemlichkeitsverblödung, dass man sich nicht mehr anstrengen muss. Dass man die Zusammenhänge nicht mehr wissen muss, weil man alles schnell abrufen kann und vermeintlich glaubt, man wisse das. Das ist die Grundlage. Und Marius Müller-Westernhagen, dem Sie wahrscheinlich mehr Zustimmung zollen werden insgesamt als anderen Politikern, der sagt, heute ist alles nur darauf ausgelegt, Erwartungen zu erfüllen. Die Menschen sind über Jahre derart entpolitisiert worden, dass sie zu dumm für die Demokratie geworden sind. Und ich glaube, dass das auch in einem gewissen Maße so gewollt war. Spiegel Online hat nicht große. Ich glaube, da ist viel dran. Und Sie sehen das ja, dass bestimmte Publikationen, bestimmte Stories oder Filme eine große Resonanz haben, die vorher von den Machern und von den Planern eigentlich als wenig erfolgreich eingeschätzt worden sind. Also, wir brauchen eine Renaissance des Bildungsauftrages, um über die großen Themen zu reden. Plastisch wiederum, warum muss es vor der Tagesschau 20 Uhr irgendwelche Börsennews geben? Warum gibt es nicht die Sendung mit der Maus für Erwachsene, die erstmal erklären, was ein Derivat ist oder warum die EZB die Niedrigzinspolitik macht und was das für die Lebensversicherung der Leute bedeutet? Also, in dem evangelischen Paper steht immer da drin zu Diskurs. Diskurs und Politik sind Machtfragen. Und diese Machtfragen thematisiert heute keiner mehr, außerhalb vielleicht irgendein Exot am Rande, was kaum gelesen wird. Also wir haben zu wenig Leute, die kritischen Positionen bringen. Und es muss meiner Ansicht nach eine Debatte darum geben, wie die guten Sachen, die produziert werden, nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das wird ja immer kritisiert, auch ins Schaufenster gelegt werden. Zum Beispiel wäre es doch aus dem gigantischen Schatz von Hörfunk und anderem ein eigenes bundesweites Inforadio. Wäre ein irres Ding. Dafür könnte man ruhig andere Dinge abschalten im Unterhaltungsbereich, aber es gibt eine Höchstqualität an Material, an Positionen, was alles brach liegt. Zweiter Punkt, wenigstens harmloser, in den Mediatheken, man könnte eigene Hörfunkmediatheken machen mit Podcasts, ist in anderen Bereichen modern. Diese wichtigen Dinge, selbst WDR-Feature von höchster Qualität, werden irgendwo ganz hinten versteckt. Also es geht auch darum, bestimmte Informationen zugänglich zu machen. Und der höchste Auftrag, Politik und Medien, da gibt es eine Verbindung, ist aufhören mit der Erklärungsarmut. Wichtige Dinge, Haltungen, Positionen müssen erklärt und vermittelt werden. Das ist systematische Funktion und Zwang. Aber es wird vermieden, weil die Angst besteht, dass man über die Erklärung in Krisensymptome kommt, aus denen man nicht mehr ausscheren kann. Also die gesamte Frage auch der Finanzmarktkrise, die wir noch gar nicht gestriffen haben, werden so viele Lehrformeln gesagt, auch von politisch Verantwortlichen, die sich weigern, auch die Konsequenzen öffentlich zu erklären. Und da wäre eine große Form, eine große Möglichkeit, dass das die Talkshows, die halt eine prominente Funktion haben oder hart aber fair machen. Stellen wir immer die Frage, warum machen Sie es eigentlich nicht? Ja. Ich meine, entschuldigen Sie bitte, ihr habt ein Etat als öffentlich-rechtliche Sender von knapp 9 Milliarden, arbeiten sich an mir ab, an Existenzgründer, fordern irgendwas. Und ich stelle mir einfach die Frage, warum machen Sie es nicht? So, und jetzt kommen wir nochmal, ich wollte nochmal zu diesem Punkt, ich glaube, Rentensklaven habe ich geschrieben, ja. Ich habe darüber überlegt, also wir reden. Rentenzahlsklaven. Genau, Rentenzahlsklaven noch besser. Ich habe mir gerade überlegt, in welchem Kontext, und es ist ja auch interessant, dass wir hier von Qualität und dann, so. Ich habe darin geschrieben, dass es eine Illusion sei zu glauben, dass Zuwanderer, Migranten oder wie auch immer ihr sie nennt, in das System eingeführt werden könnten als Rentenzahlsklaven, die unser demografisches Problem lösen. Kommentar geht weiter. Möglicherweise sind es Menschen, die da kommen, die mit ihren ganz eigenen Vorstellungen. Also so viel mal, sagen wir mal, zu der Qualität, die hier so hochgehalten wird und dann so verkürzt wird. Aber die Frage ist doch erstaunlich, lieber Herr Leif, und da werden Sie nicht drüber kommen. Erstens, warum tun Sie es nicht? Niemand hindert die Öffentlich-Rechtlichen eine wirkliche Ausübung ihres Programmauftrags, den Sie ja sogar im Gesetz drin stehen haben, das Sie natürlich nicht schert. Was hindert Sie daran, dieses zu tun? Nichts hindert Sie daran. Und zweitens, ich prophezeie Ihnen, selbst wenn Sie es tun, werden Ihnen halt die Menschen nicht unbedingt folgen. Und drittens frage ich mich dann, warum Sie dann mit Funk oder wie das Ding heißt, eine neue Sendung für junge Leute produzieren,
wiederum für Summen, bei denen mir die Augen tränen. In denen geht es dann um die Darstellung der Brüste von Barbara Schöneberger, ein sehr wesentlicher Bestandteil der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags. Ja? Ich glaube auch, das ist eine Verkürzung. Moment, nein, da geben Sie einen Haufen Geld aus und zweitens spielen Sie das Ganze dann völlig unkontrolliert aus auf Netzwerken wie Twitter und Facebook, was dazu führt, dass diese Netzwerke noch mächtiger werden, weil da dann die relevanten Inhalte gesucht werden. Justus Hauck hat kritisiert, Vorsitzender der Monopolkommission. Also das sind ein paar Fragen, denen Sie sich, glaube ich, selbst mal auch in einer gewissen ungewöhnlichen Form der Selbstkritik stellen müssen. Ja, ich meine, Max Frisch hat ja immer gesagt, überzeugt Sie Ihre Selbstkritik. Aber die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, sind alle berechtigt. Aber ich bin der Falsche, um sie zu beantworten da. Wer, glaube ich, jemand, der heute Morgen ein Grußwort geschrieben, gebracht hat, ist da eher in der Verantwortung. Naja, viele andere. Ein bisschen feig. Aber ich wollte hier auf was anderes hinaus. Ich wollte im Sinne der Tagung, gefühlte Wahrheit, Mainstream-Journalismus und den Referaten, wollte ich im Grunde den Sack versuchen zuzumachen, wie man das verbessern kann, wie man die gefühlte Glaubwürdigkeitskrise ändern kann aus einer gewissen Perspektive. Das war als Constructive News vorgesehen, nicht als Angriff gegen Sie, das haben Sie falsch verstanden. Sonst könnte ich die Zitate zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk von Ihnen auspacken, die nicht gerade besonders freundlich sind. Aber, nein, das ist auch nicht, dafür bin ich auch nicht bekannt geworden. Darum geht es mir nicht, weil ich wollte nur sagen, dass auch im Sinne zwei Aspekte zur Lösung der Krise, auch es wurde immer verlangt, auch was zu sagen, was sich ändern soll, auch was die Psychologin gesagt hat. Wie kommt man da raus? Es muss sowas wie hier im kleinen Kreis, das öffentliche Gespräch, in dem Fall auch mit Autoren, Verantwortlichen, öffentlicher Rundfunk, muss intensiv geführt werden. Ich bin sicher, wenn das geführt würde, würden sich Dinge auch ändern. Wir haben doch folgendes Phänomen. Vieles von dem, was vorgetragen worden ist, ist längst bekannt. Es entstehen aber keine Konsequenzen. Woran liegt das? Das liegt auch an dem öffentlichen Begleitsystem der Gremien. Zum Beispiel hat der ARD-Programmbeirat ein exzellentes Papier geschrieben zur Kritik der Talkshows. Und Sie als Vertreter der evangelischen Kirche könnten in den Gremien, HR, überall, könnten das aufrufen und könnten sagen, was ist eigentlich daraus geworden? Wo ist die Revision? Das ist ein blitzblankes, tolles Papier für eine andere Diskurskultur. Und Sie könnten auch mit Ihrer Macht als evangelischer Medienvertreter dafür sorgen, dass sich die Hierarchen damit auseinandersetzen. Diese Konfliktenergie haben leider wenige und deshalb stehen wir da, wo wir heute stehen. Und es tut sich nichts und alles geht im Kreis. Das ist das Problem, dass die Gremien in allen Bereichen, das betrifft auch den Presserat und so weiter, eher immer in die Tendenz der Konfliktvermeidung gehen. Und das, was Sie gesagt haben, war ja auch vorsichtig formuliert, aber klar. Erklären Sie mir, warum das ZDF vor Jahren Mainzer Tage der Fernsehkritik abgeschafft hat und keiner der Medienkritiker irgendwas mal sagt. Herr Stolte selbst als Vorgänger hat das abgelehnt. Das war eine wichtige, essentielle Tagung über zwei Tage, wenigstens auch ein bisschen bildungsbürgerlich und soft und natürlich, aber trotzdem das Selbstgespräch über die Fragen, wohin geht die Mediendemokratie? Was hat sie mit der politischen Demokratie zu tun? Das ist notleidend in Deutschland. Ich hab noch bevor wir Roland Tichy antworten lassen, wenn noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum da sind, melden Sie sich gerne schon mal für die Abschlussrunde gleich und jetzt. Ich hätte noch einen guten Vorschlag, wie Sie das ändern können, wenn Sie schon so machtlos in diesem öffentlich-rechtlichen System sind. Hätte den Vorschlag, machen Sie wie ich. Gehen Sie raus, gründen Sie ein Online-Portal, nennen Sie es Lives Einblick. Einblick ist nicht geschützt übrigens. Und machen Sie genau das, was Sie von mir abfordern. Die Kohle, die Sie haben. Ich habe keine Kohle. Woher gehen Sie davon aus, dass ich Kohle habe? Jetzt werfen Sie sich gegenseitig vor, keine Kohle zu haben und nicht so viel Einfluss zu haben. Das ist sehr schön. Nein, Sie müssen einfach, Sie müssen einfach Mut haben. Ja, bitte. Ja, kleiner Faktencheck, Thomas Dürken-Kuchartz, Evangelische Kirche. Es waren 95 Thesen, die Herr Luther angeschlagen hat, nicht 98. Es sei denn, Sie kennen drei, die mir unbekannt sind. Die drei verlorenen. Die würden mich dann interessieren. Ja. Ich finde aber auch, dass... Ich korrigiere mich, es waren so viele, wie Sie es gesagt haben. Wenn Sie jetzt 92 gesagt hätten, würde ich auch ja sagen. Es ist übrigens wichtig, bei diesem Faktencheck, das Argument stimmt trotzdem. Genau, da wollte ich nämlich darauf hinaus. Also ich finde, Sie können ruhig einen Schritt weitergehen. Also wenn es da in der Reformationszeit darum ging, die Pfaffen zu entzaubern, würde ich durchaus sagen, in dieser jetzigen Veränderung der Medienlandschaft ändert sich der Beruf des Journalisten weg vom Priester hin zum Pfarrer. Also sozusagen, er ist nicht mehr geweiht,
Bund und hat sozusagen geweihte Inhalte, die er irgendwie weitergibt, als Hostien oder sonst wie was, sondern er verwaltet sozusagen eine Botschaft und überprüft die Botschaft jeweils, die nicht nur von ihm kommt, auf Wahrheit hin und auf sozusagen Plausibilität. Und das ist eher kein priesterliches Amt mehr, sondern nur wenn Sie so von vertikal, was ja sozusagen auch was mit Theologie zu tun hat, und horizontal reden, kann man da durchaus mal weiterdenken. Ja, sicher, ich bin ja bei Ihnen. Es ist ja so, ich bin nur nicht in der Lage, wie Sie bei der Zahl gemerkt haben, theologische Inhalte so präzise zu formulieren wie Sie. Applaus.